Das ist die Gemeinde Wüstenzell im lieblichen Frankenland zwischen Main und Tauber. Bekannt geworden ist sie hauptsächlich durch ihren roten Sandstein, der hier von einem namhaften Unternehmen der Natursteinindustrie gewonnen wird. Unentbehrliche Helfer hierbei sind leistungsstarke Lade- und Transportfahrzeuge, sind Baumaschinen von Kelbleck Meinder, zum Beispiel der knickgelenkte Muldenkipper KK50 und der Radlader SL25. Beeindruckend, wie leicht sich der 25 Tonnen schwere Radlader fahren lässt und welche enormen Lasten von der Schaufel aufgenommen und durch die Hydraulik beherrscht werden. Kelbleck Meinder Radlader, robuste Dynamik in moderner Technik, konzipiert für hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer, ausgerüstet mit wahlweise Motoren von Mercedes-Benz oder Scania. Die umfangreiche Palette bietet Geräte von 123 bis 270 Kilowatt. Dies entspricht 167 bis 367 PS Leistung. Kelbleck Meinder stellt die Kraft der Technik unter Beweis. Tag für Tag. Durch innovative Lösungen im Radlader- und Muldenkipperbau und in der Lösung von individuellen Kundenwünschen. Kelbleck Meinder, die Kraft der Technik. Radlader von Kelbleck Meinder haben die richtige Abstimmung aller Aggregate. Dies garantiert das entscheidende Plus an Leistung und Wirtschaftlichkeit. Der Fahrer sitzt grundsätzlich auf dem Hinterwagen und braucht nicht alle Bewegungen der Maschine mitzumachen. Die Parallelkinematik bietet gute Sichtverhältnisse auf die Schaufel, kein störender Zylinder und keine Hebel beschränken das Sichtfeld. Mit 7 bis 8 Arbeitsspielen belädt der SL25 den Muldenkipper und packt in jedem Ladetakt etwa 8 Tonnen Abraummaterial in die abgasbeheizte Mulde. Der KK50, Flaggschiff der Kelble Muldenkipperflotte. 50 Tonnen Nutzlast, einer der modernsten Muldenkipper der Welt. Permanenter Allradantrieb, 12-Zylinder Mercedes-Benz Dieselmotor mit 390 Kilowatt ist gleich 530 PS Dauerleistung. 5-Gang Lastschaltgetriebe und hydrodynamischer Drehmomentwandler mit Lock-up. Hydrostatische Knicklenkung mit 45 Grad Einschlag nach jeder Seite. Selbstnachstellende hydropneumatische Scheibenbremsen an beiden Achsen. Im Wandler integrierter hydrodynamischer Retarder für extremen Talfahrtbetrieb. Die einzigartige hydropneumatische Federung mit Niveauregulierung. Und das Frontlenkerfahrerhaus mit besten Sichtverhältnissen sind herausragende Baukomponenten dieses Fahrzeugs.
Die Zweiachsausführung gewährleistet, dass gerade bei engen Kurvenfahrten keine Verspannungen an den Achsen auftreten können. Der permanente Allradantrieb über Verteilergetriebe mit automatischem Selbstsperrdifferential garantiert höchste Fahrstabilität auch in schwierigstem Gelände. Für hohe Traktion bei relativ geringer spezifischer Bodenbelastung sorgen auch die großvolumigen breiten Einzelreifen. Die optimale Auslegung von Motor- und Lastschaltgetriebe mit hydrodynamischem Wandler ermöglicht hohe Fahrleistungen. Beladen in der Ebene erreicht der KK50 bis zu 43 Stundenkilometer im fünften Gang. Enorm ist die Steigfähigkeit. Unter voller Last schafft der KK50 eine Steigung von 42% bei immerhin noch 2 Kilometer pro Stunde. Die Platzierung des Kippzylinders vor der Mulde ermöglicht verspannungsfreies Anheben und schützt vor Beschädigungen. Das Kelble-spezifische Knickgelenk garantiert gute Standsicherheit beim Kippvorgang und hohe Lebensdauer. In nur 22 Sekunden wird die etwa 30 Kubikmeter Fels- oder Erdmaterial fassende Mulde aus verschleißfestem Stahl entleert. Einzigartig für ein solches Fahrzeug ist die hydropneumatisch gefederte Vorderachse mit automatischer Niveauregulierung links und rechts getrennt. Zwei hydraulische Federungszylinder sind mit entsprechend vorgespannten Stickstoffmembranspeichern verbunden. Diese Achsausführung sorgt für hohen Fahrkomfort bei leerem und beladenem Fahrzeug. Aus der nun schon seit einigen Jahren bestens bewährten KK50-Federung heraus wurde das für alle Kelbleck-Meinder Radlader erhältliche Dämpfungssystem KDS entwickelt. Die zur Erzielung der Schwingungstilgung wichtigen Elemente sind im Vorderwagen und im Bereich des Knickgelenks untergebracht. Bei einer Vergleichsfahrt des neuen SL25 mit Kelble-Dämpfungssystem KDS und ZF-Achsen mit nassen Lamellenbremsen und Selbstsperrdifferential ist ein merklicher Leistungsunterschied unverkennbar. Im Transportbetrieb über längere Strecken spielt der Lader mit KDS seine Vorteile deutlich aus. Kelble-Dämpfungssystem, ein Schritt in die richtige Richtung, zum Wohle des Fahrers und zur Steigerung der Leistung. Fahrer Fiederling ist von seinem neuen SL25 mit KDS und selbstsperrenden Achsen begeistert. Herr Fiederling, Sie haben hier im Steinbruch Hoffmann in Wüstenzell bei Würzburg nunmehr seit einiger Zeit, seit etwa 3 Monaten, diesen Kelble SL25B im Einsatz, ein Gerät mit Kelble-Dämpfungssystem. Was würden Sie sagen aus Ihrer Sicht, welche Vorteile bietet das Gerät mit dem Dämpfungssystem? Also am Dämpfungssystem würde ich nie mehr verzichten, weil die Fahrweise ist ruhiger, ja. Man kann schneller fahren und durch den Sperrdifferential kommt die Maschine bedeutend besser, ist kein Schlupf mehr da, es kommt viel besser raus. Ja. Also man hat Vorteile zwischen 30% und 40% ungefähr, wo die Vorteile gehen an den Maschinen. Der Fahrer hat es bestätigt. Bei Fahrbahnverhältnissen wie hier ist mit einem Kelbleck-Meinder-Radlader mit Dämpfungssystem
eine Leistungssteigerung von 30 bis 40% zu erzielen, bei geringerer körperlicher Anstrengung des Fahrers. Die Praxis im Natursteinbetrieb Hoffmann in Wüstenzell sieht so aus, dass von nur einer Person die gesamte Abraumarbeit erledigt wird. Fahrer Fiederling fährt KK50 und SL25. Beide Geräte sind so gut aufeinander abgestimmt, dass ein problemloses Übersteigen gewährleistet ist. Wenn der KK50 mit guten 50 Tonnen vollgeladen ist, es darf auch schon mal eine Schaufel mehr sein, bringt er den SL25 wieder in Umsteigeposition und erreicht bequem vom Radlader aus den Muldenkipper. Herr Fiederling, Sie haben ja seit einigen Wochen auch den KK50 jetzt hier neu im Einsatz. Sie fahren mit diesem Gerät Abraum auf eine Halde, die etwa 300 Meter entfernt ist und arbeiten hier im Ein-Mann-Betrieb. Das heißt, Sie laden mit dem Radlader SL25B und fahren dann Ihr Material mit dem KK50 auf die Halde. Ich glaube, Sie waren ziemlich überrascht, als Sie zum ersten Mal getankt haben und dann Ihren Kraftstoffverbrauch festgestellt haben. Ja, ich komme mit beiden Maschinen, komme ja 34 Liter pro Betriebsstunde und die Maschinen werden nicht abgestellt beim Beladen und auch beim Wegfahren. Bei beiden Maschinen zusammen in einer Stunde? Betriebsstunde, ja, 34 Liter. Ja, das ist natürlich ein ganz erstaunlicher Verbrauch, den Sie hier haben. Das heißt, dass Sie für den KK50, wenn Sie ganz alleine mit dem KK50 fahren würden, etwa bei einem Spritverbrauch von 18 bis 20 Liter wohl wären. Die letzte Rechnung nach war ich zwischen 16 und 17 Liter gelegen. Zwischen 16 und 17 Litern, also eine ganz fantastische Zahl. Herr Fiederling, wie viele Tonnen schätzen Sie, dass Sie im Schnitt drauf haben? Zwischen 60 und 70 Tonnen. Zwischen 60 und 70 Tonnen. Wie viele Schaufeln laden Sie? Zwischen 7 und 8 Schaufeln. Zwischen 7 und 8 Schaufeln, ja. Mit einem 4-Kubik-Lader, ja. Wo die Schaufel immer recht schön voll ist und wo Sie dann immerhin mindestens 4 Kubik drin haben. Das sind zwischen 4 und 5 Kubikmeter, mehr 5 Kubikmeter, wo drauf sind, auf der Schaufel. Ja, danke schön. Das ist ja aufgeladen. Während im oberen Bereich des Steinbruchs die Abraumarbeiten weiterlaufen, wird auf der untersten Sohle eine Lockerungssprengung vorbereitet. Das noch unbrauchbare Gestein wird mit eigens für diesen Einsatz konzipierter und konstruierter Steingabel auf Halde gefahren.
Bei dieser Arbeit kann der SL25 seine Vorteile voll ausspielen. Kraftvoller Mercedes-Benz-Motor, hohe Reißkraft, kraftvolle Hydraulik, Selbstsperrdifferential. Die brauchbaren Sandsteinquader, oftmals mit einem Gewicht von 15 Tonnen oder mehr, werden zum Abtransport bereitgestellt und später zu Platten für Fassadenverkleidungen gesenkt. Radlader von Kelblick Meinder sind für diese und andere Arbeiten wertvolle Helfer. Der rasche Schaufelwechsel und der Anbau der Steingabel sollen als letztes Beispiel für die Entwicklung von bedarfsgerechten und zuverlässigen Geräten und Ausrüstungen durch Kelblick Meinder dienen. Wir wollen auch weiterhin Zeichen setzen bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Technologien. Wir sind stolz darauf, dass viele zufriedene Kunden dem Namen Kelblick Meinder vertrauen und sich zur Lösung von Transport- und Förderproblemen immer wieder an uns wenden. Kelblick Meinder, die Kraft der Technik.